stopf dir deine Gummibärchen in den Hintern. Dann zähl bis 100 und dann ruf deine Mami, du Armleuchter. Hey, Sie! Können Sie Deutsch? Deutsch? Ich? Nee, kann ich keins. Wieso? Na, weil die Frau, wie will und was, ich verstehe sie nicht. Wissen Sie, mein Auto steht hier neben, das ist jetzt große Scheiße, ich bräuchte eine Reparaturwerkstatt. Was sagen Sie da? Ich verstehe kein Wort. Vor etwa 40 Jahren, nee, etwa gestern, mein Spiegel ist kaputt gegangen. Jetzt blühen mir 7 Jahre Pech. Aber mein Anwalt sagt, er kann es auf 3 Jahre runterkriegen. Mir können Sie das alle ruhig anvertrauen, weil ich bin ja die Ärztin, ne? Und hier unser Krankenpfleger, der hilft ja auch aus. Domina corpulenta, mit üppigen Proportionen und Fachwissen in Erotikunde. Was ist denn das, Erotikunde? Also, oh. Das heißt, dass die sich auskennt. Ah ja, die kennt sich aus. Ja. Denken Sie bloß nicht, dass ich hingeflogen wäre. Das ist nämlich Zeit für mein Mittagsschläfchen. Wir bauen eine Falle. Das wird das Beste sein. Und die... Diese kleine Kalle fällt ganz bestimmt hinein. Und ist der drin, dann lassen wir ihn nie mehr wieder raus. Der Kalle sitzt in der Falle. Wie eine arme Maus. I speak a little bit of English. Can you speak English? English? No, I don't know any English. You? No, a few words maybe, but that'll never do. Not fluently. Meine Freundin fragt mich heute Morgen, na, hast du gut geschlafen? Ich sag, nee, ich hab ein paar Fehler gemacht. Hau bloß ab, du Sau, du Miststück! Ich hau ganz alleine ab, du Mondkuh. Das kommt ganz drauf an, ob er gut ist in Windeln wechseln. Deswegen wollen wir das schon jetzt so üben, dass das im Ernstfall denn auch klappt. Weil sonst ist das ja alles scheiße, wa? Es wird doch... Guck mal hier! Sonneangebot! Was? Eine Halbstund Austobe mit Ringelpiez und Anfasse. Alles drum und dran, 100 Euro. Wenn da alles inklusiv ist, da wird die doch auch Windeln wechseln. Windele wechseln, das ist gut. Das ist ein Vorteil. Wenn das dabei ist, dann ist das ein gutes Angebot. Vorige Woche habe ich... Nee, Moment. Das war immer anders. Der Mann mit den längsten Haaren der Welt ist tot. Kadir Edulas Haare waren 3 Meter und 18 Zentimeter lang. Der 79-jährige Edula befand sich gerade auf einer Kaufhausrolltreppe, als er plötzlich und völlig unerwartet einem Krebsleiden erlag. Also Gummibärchen kommen für uns nicht in Frage, aber eventuell Lakritzstangen. Und die sind ja jetzt im Angebot bei Bolle. Die können sich also alle kaufen und in den Arsch schieben. Als ich zuerst in mein Haus eingezogen bin, war ein Schalter an der Wand, der keine Funktion hatte. Egal wie ich hoch und runter geschaltet habe, nichts ist passiert. Nach 4 Monaten kam ein Brief von einer Frau in Argentinien, die meinte, ich soll aufhören mit dem Scheiß. Aber irgendwie sieht es doch aus wie ein Mickey-Maus-Heftchen, wa? Ja, klar. Na gut, also die Titelseite lässt sich nicht mehr dran rütteln. Na gut, können wir nicht machen. Also denn, bis bald. Tschüsschen. Das ist aber klebrig.